Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lords of the Fallen. Ja, und wir befinden uns hier vor dieser ominösen Tür, die wir öffnen sollten. Und ich bin echt gespannt, was dort hinter ist. Schauen wir mal, wir müssen mit diesem Ich Jungen habe einen hier Schlüssel reden. Gefunden. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Okay. Vorhin hatte ich doch noch einen Dialog. Okay, manchmal hat man nur eine Möglichkeit. Ich hatte jetzt auch beim ersten Mal habe ich Dialogmöglichkeiten übersprungen, was ich sehr schade finde. Und irgendwie hatte ich jetzt schon wieder Dialogmöglichkeiten übersprungen. Nur weil ich euch das jetzt nicht vorenthalten lassen wollte. Ja gut, öffne ich allein die Tür. Was soll's? Eine Kathedrale. Ach du Scheiße! Was zum... Alter Verwalter, was bist denn du? Sauber. Mega böse, Alter, steh auf! Alter, krieg ich sofort auf den Deckel. Ah, jetzt kriege ich schon wieder alle meine Flakons. Okay, dagegen habe ich keine Chance. Ich sehe schon. Der ist auch nicht der schnellste. Wie mir scheint. Oh. Der durchbricht aber sofort meine Parade. Oh, ich habe Rüstung abgeschlagen. Wow. Ich muss zusehen, dass ich unter seiner Deckung herkomme. Der haut oft dran vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm her! Da ist der Führer. Ah, jetzt habe ich schon wieder was abgehauen von seiner Deckung. Okay, okay, okay. Oh ja, alter Schwede. Was ist der für ein Yogi? Ach, jetzt habe ich... Ich hätte einen Trank nehmen sollen. Ich hätte echt einen Trank nehmen sollen. Gut, jetzt habe ich es ja soweit jetzt mal ein bisschen abgecheckt, was hier Phase ist. So, was habe ich denn jetzt? Hüter, 100%, meine Seelen muss ich wiederholen, glaube ich. Wie bei Dark Souls verliere ich, glaube ich, auch hier meine Seelen. Warum bin ich denn jetzt hier? Ne, hier bin ich, wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mal was gucken, genau hier wollte ich hin. Und zwar kann ich das soweit abnehmen, vielleicht. Das ist zwar dann weniger Rüstung und das ist ja alles was... Ne, außer der Helm. Also kriege ich noch ein bisschen Balance zurück. Kämpfen mal ohne Helm, ich mag eh keine Helme. So, ich muss betreten. Ich muss extra... Und da ist er wieder. Der alte Checker, der erste Hüter. Wieder hier Heiltränke von mir, von mich her. Habe ich den nicht anvisiert? Ich glaube, der ist runter. Aber die Bewegung ist am Arsch. Alter. Jetzt hat er mich mit einem Schlag weggebombt. Ja, das wird ja ein Spaß. Das wird ja ein Spaß, meine Freunde. Oh, guck mal da. Das habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Was
ist das denn? Diese Kreaturen kommen immer wieder. Wir wehren sie ab, doch es sind zu viele. Es ist widerwärtig, wie sie sich bewegen. Die Glieder drehen und biegen sich auf eine Art, wie sie es nicht sollten. Und der Geruch. Es ist, als ob Feuer und Tod einem in die Nase kröchen. Eine der Kreaturen spuckte uns im Kampf an. Der Speichel traf mein Auge. Es brannte. Und brennt sich immer weiter in mich hinein. Aua, das hört sich schmerzhaft an. Ja, ich würde sagen, Leute, das große Sterben hat begonnen. Wir kamen hier so gut durch und jetzt, naja. Ich sollte mal zusehen, dass ich hier vielleicht meine Seelen kriege. So, ach, Erfahrung ist das hier. Sehr langsam. Ich muss einfach nur sehen, dass ich hinter ihm bleibe. So, ein Rüstungsteil ist schon im Arsch. Was passiert? Ach ja. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich ihn besiegen kann. Also so auf jeden Fall nicht. Ich nehme mal so ein Heiltrank-Zeug. Alter, jetzt hat er schon wieder was verloren an Rüstung. Das ist gut. Hier auch mal schneller, habe ich das Gefühl. Dann auf die Mappe, ey. Ich muss mal wieder hier mein Schild erheben. Und vor allem brauche ich wieder Heilkraft. Aua. Er kämpft zweihändig. Jetzt geht er voll ab. Ich werde ihn besiegen. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich, Leute. Komm her, du Drecksack. Oh nein. Alter, ich hab ihn fast gehabt. Boah. Es geht los, Leute. Es geht so los. Und ey, das ist bestimmt voll der Pissgegner. Ich sag's euch. Und ihr schlägt gerade alle eure Hände über den Kopf ab und sagt zusammen und sagt, ey, was soll denn die Scheiße? Was kann dieser Drecksnoob denn eigentlich? Rot kann. Aua, Schimmeln, was kannst du? Auf jeden Fall kann ich erstmal meine Erfahrung wiederholen. Bevor ich hier irgendwas mache. So. Komm her, mein Freund. Au, au, ausweichen. So, jetzt muss ich ihn erstmal hier fixieren, den Drecksack. Fixier dich. Fixier ihn doch mal. So, und jetzt kann ich dir ans Leder. Ach nein, jetzt kann ich erstmal mein Lieblingshobby. Heiltränke trinken. Was ich hoffe, ist natürlich, dass ich auch irgendwann mal wieder leicht, also auch andere Rüstung nehmen kann. Und nicht auf schwere Rüstung jetzt angewiesen bin. Alter. Das erste Rüstungsteil von ihm ist weg. Komm. Er wird natürlich auch dadurch schneller. Das klappt. Boah, dieser Bomberschlag. Auf den muss ich echt aufpassen. Alter, jetzt hat er mich schon wieder. Ich habe ihn doch vorhin fast gehabt, den Idioten. Ja, Bosskämpfe sind auf unterschiedliche Weise zu gewinnen. Ja, ich muss. Ich bin erstmal froh, wenn ich es auf überhaupt irgendeine Weise gewinne. So. Jetzt müssen wir erstmal eine Erfahrung wiederholen. Oh, die ist auch hinter ihm, ey.
So, wichtig. Das ist natürlich hier. So, welcher? Moment. Alles weg. So, komm her. Komm her, du alter Drecksack. Komm schon. Ach nein! Ah, verflixt und zugenähte Mistkacke. Ich hatte einen Frame-Drop, einen gewaltigen. Uiuiui, jetzt schon wieder. Das wird nicht gang und gäbe sein hier. Vielleicht hätte ich doch lieber die. Den Schild hoch mal. So, schön von hinten. Jawoll. Komm. Nächste Rüstung weg. Sieht gar nicht gut aus für mich. Sieht absolut nicht gut aus für mich. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich weiß nur, was die Splitter machen. Auf jeden Fall ist er total in Rage. Habe ich schon gesagt, dass ich keinen Heiltrank mehr habe? Der macht mich jetzt fertig, der macht mich jetzt fertig, der macht mich fertig. Ein, zwei Schläge und ist vorbei. Weil er sein Schild aufgibt. Jetzt rastet er erstmal aus hier. Jetzt rastet er erstmal aus. Alter, 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 komm mal klar. Komm mal klar mit deinem Leben. Hack, hack. Alter, Einschlag. Mehr ist nicht drin. Nee. So wird das nichts, meine Freunde. Das ist der Hammer. Verstehe mich wahrscheinlich eh nur so gerade oberdämlich an. Aber wie gesagt, das ist der erste Bossfight. Ich glaube, das muss so sein. Ich habe ja auch null Erfahrung in dem Game. Ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt einen Kacken kriege. Der haut ja gleich sofort meine Deckung weg, der Drecksack. Erst ist er noch, denkt man, sie kommt noch auf den Sack, ey. So, erste Teil Rüstung weg. Mach was, mach was, mach was, mach was, mach was. Komm, greif mich an. Komm, 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 komm. Ich glaube, so langsam lerne ich von dir, mein Freund. Schon wieder nichts trinken. So, jetzt aber. Komm, komm, komm. Wie, warum greifst du nie an? Ich warte nur auf dich. Ja, komm her. Komm.
alle. Denkste, boah, Alter, ist das hart. Ich könnte jetzt schon fluchen. Okay, versuche ich mal eine andere Taktik. Da war der Gnadenstoß. Das macht keinen Spaß. Ich sag's euch, Leute, das macht keinen Spaß. Leck mich am Arsch, ey. Dass ich um hier rennen kann, ich hab keine Ahnung, ey. Aber ich weiß noch ganz am Anfang von Dark Souls, da hänge ich auch so affig hinter diesem Asyldämon. Konnte ihn nicht besiegen. Okay, das war nicht die richtige. Versuch mal einfach ein bisschen um ihn rum zu tänzeln. Irgendwann muss das doch mal schaffbar sein. Ey, jetzt bin ich eine ganze Folge damit beschäftigt, diesen Dreckstypen zu killen, ey. Habe ich mir echt das schönste Spiel ausgesucht. Letztendlich 90% von keinem Zuschauer schaltet jetzt schon wieder ab. Aua! Alter Dreckspisser! Nee, so wird das nix. So wird das nix. Also, Schwert und Schild ist schon ganz gut. Das Schild, das nimmt nur mehr weg. Schon mehr weg, als es sein könnte. Ich glaube, hier ist es sogar so, dass er je nachdem, wo er draufschlägt, auch hier dementsprechend dieses Ausrüstungsteil trifft. Bedeutet quasi, schlägt er mir ans Schild, so wie jetzt. Trifft er das Schild, hätte ich es auf dem Rücken, trifft das Schild auf dem Rücken. Hätte er mich auf dem Rücken getroffen. Nein. Und solche Klöpse. Sind er nicht fixiert. Genau, so sieht's aus. Ey, vorhin habe ich ihn fast gehabt. Ey, ich hätte nur einen Schlag gebraucht und was ist? Am Arsch. Boah, ich könnte so ausrasten gerade. Ich bin so voller Dark-Solitäten. Also noch einmal für diese Folge. So, komm. Dann wird es wohl erst in der nächsten Folge so sein. Ha. Meine Seelen, da haben meine Seelen. Das war das Wichtigste.
Sicherheit. Diese Runde ist auf jeden Fall noch drin. So. Erste Mal geschafft. Sehr gut. Schön Zeit lassen. Schön Zeit lassen. Nicht herausfordern lassen. Wir haben alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Ich hab so eine. Genau. Auf den warte ich. Auf den Schlag habe ich gewartet. Der haut echt gut zu. Na komm. Zeig's mir, komm, zeig's mir. Lässt sich jetzt nicht so leicht herausfordern. Komm, mach hin. Der Schild erwischt. Ich merke aber schon, dass ich schon wieder ungeduldig werde. Oh nein! Jetzt renne ich da auch noch voll rein. Ey, so eine Schüttekacke-Pisse. Naja, meine Freunde, ich glaube, so wird das erstmal nix. Ich glaube, das versuchen wir in der nächsten Folge und ich hoffe, dann schaffen wir es ewig. Ansonsten machen wir 10 Folgen. Erster Boss. Was soll's. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.